Ja, hallo meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Company of Heroes 2. Am letzten Mal haben wir ja quasi den Start der Offensive, der Gegenoffensive der russischen Truppen im Kampf um den Bahnhof Stalingrad oder Stalingrad überhaupt erlebt und sollen jetzt hier weiter vorrücken und zunächst einmal dieses MG-Nest ausräuchern, indem wir über die Flanken angreifen und nicht durch die Mitte. Und dazu haben wir diesen schönen Knopf dazu bekommen und der ist sehr praktisch, denn wir können über ihn einfach mal Verstärkung rufen. Und das ist natürlich super. Können wir den da mal drüber schicken zum Beispiel und können jetzt die beiden Trupps zusammenfassen. In der Zeit ist der schon wieder fertig geworden. Dieses schwere MG schießt uns in Stücke! Ja, man könnte natürlich jetzt durch die Mitte rennen, aber das macht in meinem Sinn auch wenig Sinn. So, da ist auch die Verstärkung eingetroffen. Das heißt, hier werden wir auch vorrücken. So, jetzt haben wir auch die Granaten zur Verfügung. Und die brauchen wir nämlich, um dieses MG-Nest auszuräuchern. So, jetzt können wir da nämlich eine Handgranate aus dem MG-Nest schmeißen, von der Seite aus. Während hier die Truppen auch aufräumen. Und dann hat sich das mit dem MG-Nest nämlich ganz schnell erledigt. So, dann sammeln wir mal unsere Truppen wieder. Wir haben jetzt hier 35 von 36, deswegen können wir auch keine Verstärkung mehr dazu holen. Genosse, diese verdammten Offizien vernichten noch unsere Truppen. Das heißt, hier sollen also irgendwo zwei Haubitzen sein. Da hinten, okay. Dann machen wir da erstmal ein bisschen aufräumen, indem wir da erstmal eine Granate zwischenschmeißen. Okay, da sollen wir auch noch jemanden befreien anscheinend. Ach so, hier ist das Gelände. Ja. Gut, jetzt können wir uns erstmal jetzt hier um die Dingens. Das ist schon passiert. Gut. Und wo ist die zweite jetzt? Da drüben, okay. Dann wollen wir die doch erstmal befreien. Oh, die sind noch schön umzingelt hier. Das
so ein bisschen blöd hier. Weil im Prinzip ist der eigentlich im Moment zu viel. Deswegen kann ich nämlich keine Verstärkung rufen. Zurück zum Fluss. Los! Okay, die haben wir. Jetzt müssen wir uns aber noch um die zweite Haubitze kümmern. Und das zersetzt ziemlich zügig. Die Runde Granaten hageln lassen hier. Okay, jetzt hier ist auch ausgeschaltet. Und jetzt kann ich auch wieder. Ui. Panzer 4! Gehen Sie aus dem Sichtfeld des Panzers! Ihre Stoßtrupps können dem Panzer nichts anhaben! Was wollen Sie? Schnell! Bewegung! Stoßtrupp, Genosse, dieser Panzer wird uns beim Vorrücken stören. Die Rekruten werden ihn beschäftigen. Sie müssen einen Weg finden, ihn auszuschalten. Eine Verstärkung. Stoßtruppen können nun eine deutsche Panzerabwehrkanone. Wo dann? Genosse, die Pack für uns requirieren. Ja, wenn du mir auch so. Och, kommt da ganz hin. Ja, alles klar. Aber der Mann. Eieiei. Das ist auf jeden Fall wieder so ein blödes MG-Nest. Ja. So, wo bleiben meine ganzen Truppen? Da kommen sie. Das ist aber schwierig mit dem Umgehen jetzt hier. Die Feiglinge haben mir in den Rücken geschossen. Was wollen Sie? Das ist meiner. Ich fürchte bereits. Wir werden von Infanterie geschossen. Was wollen Sie? Das müsste, so müsste es eigentlich ganz gut werden. Frage ist, ob ich von da aus zur Kanone rüberkam, ja, warum nicht, ne? Über die Sandsäcke drüber springen, das finde ich auch toll. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das sind mir noch zu viele. Alles egal, komm. So. Drei noch hinterher holen. Ja, die Nummer 4 ist.
Verdammte Hoch! Scheiße, Querschläger! Nochmal feuern! Scheiße, nachladen! Beeilung! Hui. Gut, haben wir das noch auf. Und ein Video. Sie wurden gewarnt! Sofort angreifen! Kümmern Sie sich um die MGs, Kommandant! Ein Frontalangriff ist Selbstmord! Ja. Sie greifen die deutsche Linie an! Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal wieder einiges, was wir an Verstärkung dazu bekommen können. Das werden wir natürlich ausnutzen. Aufpassen müssen wir, dass wir unsere Kanone hier einigermaßen schützen. Stoßtruppen erwarten Einsatzbefehl. Stoßtruppen eingetroffen. Ein MG haben wir geschafft. So, ja, wie gesagt, eigentlich ist das ja nicht so mein Ziel von wegen. Viele Truppen opfern. Andererseits ist das bei dem Szenario natürlich so vorgesehen, das muss man ja auch ganz klar sagen. Stoßtruppen Deutsche Panzer fahren auf den Platz! Kommandant, setzen Sie die Panzerabwehrkanone ein und zerstören Sie den deutschen Panzer! Wisst ihr, welchen Panzer er meint? Soll ich das ja machen? Vertreiben Sie sie aus Ihrer Stadt! Ach, da kommt ein Panzer. Okay. Truppen, die wir jetzt angefordert haben, auch mal einsetzen. Ja. Wieder ein Rückzug. Das scheint die Deutschen beginnen auszubrechen. Direkt das Ende zu sein dieser Mission. Diese junge Dame ist Anja Sinenskaya.
Aha. Ja, schön. Einsatz ausgeführt. Das heißt, das war der Angriff oder die Mission am Bahnhof Stalingrad. Und ich klicke einfach schon mal auf den nächsten Einsatz. Obwohl dieser natürlich... Ja. Jetzt kommt wieder Stalingrad. Ein kleines Video. Ich weiß. Die Deutschen wollten sich ergeben und... Es war ein ruhmreicher Sieg an diesem Tag. Ruhmreich? Sagen Sie mir. Wann haben Sie den Glauben an die Sache verloren? Bei unserem ersten Treffen waren Sie noch voller Glauben. An die Männer. Ich habe immer an Sie geglaubt. Ja, ich denke mal, das dürfte wahrscheinlich auch irgendein Kommandeur sein, der da im Gefängnis sitzt. Gut, also, die nächste Mission wird heißen Verbrannte Erde. Ich denke mal, bevor ich da gleich speichern kann, kommen auch noch wieder ein paar kleine Sequenzen. Und die schauen wir uns natürlich noch an. Ich bin Oberst Schurkin vom NKWD. Major Borodin wurde wegen Inkompetenz suspendiert. Ich habe das Kommando. Genossen, die Deutschen sind fast bei uns. Unsere Front zieht sich wieder zusammen. Uns fehlen die Ressourcen, um die Deutschen aufzuhalten. Aber wir müssen sie ausbremsen und unseren Zivilisten Zeit für die Flucht verschaffen. Leutnant. Isakovic, Lev Abramowitsch, Genosse Oberst. Ja, Leutnant, wir müssen Zeit gewinnen. Nicht nur für die Zivilisten hier, auch für Moskau. Außerdem dürfen die Deutschen unsere Vorräte nicht bekommen. Alles, was wir nicht auf den Zug laden können, muss vernichtet werden. Die Deutschen sind fast hier. Wir müssen weg. Deutsche Streitkräfte sind am Stadtrand. Sofort evakuieren. Lassen Sie alles zurück. Räumen Sie die Stadt sofort. Ja, ziemlich viele Panzer da, wundert mich eigentlich, aber... Bewegung, Bewegung, Bewegung! Los geht's, Genossen! Ja, schauen wir mal. Genosse Leutnant Isakovic, während unsere Männer den Zug beladen, wird Ihre Einheit alle verbleibenden Kriegsgüter evakuieren und vernichten. Zuerst halten Sie den Feind an der Front auf, während unsere Laster evakuiert werden. Nach der Abfahrt locken Sie ihn in die Stadt, wo unsere Pioniere Sprengladungen platziert haben. Vernichten Sie alles, was die Deutschen gebrauchen könnten. Ziehen Sie sich dann zum Zugdepot zurück, wo Sie den Zug bis zur Abfahrt beschützen. Wenn der Zug abfährt, gehen Sie zum Sammelpunkt hinter der Brücke. Sind Sie bereit, Ihre Befehle auszuführen, Leutnant Isakovic? Fürs Vaterland! Fürs Vaterland! Mhm. Gut, wir haben also wieder zwei Einheiten zur Verfügung. Im Moment keine Verstärkung, obwohl das wird sich noch ändern. Wir können hier sehen, das Bevölkerungslimit wird bei 72 landen. Wir werden also erstmal wieder die Nummern zuteilen. 1 und 2 und wir sollen jetzt hier die Frontlinie verstärken. Okay. Gut, das wiederum, wie gesagt... Das wird die nächste Mission werden. Und deswegen können wir jetzt einmal speichern an der Stelle. Und ich nenne das mal LP1A. Für heute war es das dann auch schon wieder mit Company of Heroes 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich euch das nächste Mal auch wieder dabei habe. Ich werde auch versuchen, die Abstände zwischen den einzelnen Let's Plays nicht ganz so groß zu lassen, je nachdem, wie ich das zeitlich hinbekomme, dass ich vielleicht zwischendurch auch mal ein bisschen schneller mal wieder eine neue Folge einblenden kann. Ja, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Sven. Tschüss.